Hi Leute, es geht weiter mit dem zweiten Tempel. Wir haben den Feuerpfeil erhalten. Ich bin jetzt auch wieder etwas spritziger drauf, etwas gelassener drauf. Der letzte Part hat mich ein bisschen aufgeregt wegen gewissen Sachen, die nicht direkt funktioniert haben. Aber es hat sich gelegt. Wenn wir den jetzt mal besiegen. Na? Komm. Ey, reg uns doch nicht so auf. Das bringt dir auch nichts, wenn du dich dahinter versteckst. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, dann aktivierten wir erstmal den Schalter. Es müsste eigentlich, ja genau, eine Truhe da oben erscheinen. Ich glaube, da hoch geht es auch. Aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Hier finde ich das sehr witzig gemacht, da wir nicht direkt die Wahl haben, wo wir das genau hinschieben, sondern dass das einfach schnurstracks geradeaus immer bis es aufgehalten wird und nicht mehr rutscht. Und die Fee Nummer 9. Dann holen wir uns jetzt die Fee Nummer 10. Boah, ich muss daran denken, wenn ich dann später die Zeit zurückspule, dass ich nicht das Geld noch bei mir habe. Das wäre sowas von verdammt ärgerlich. Ich nehme die Maske so lange ab. Nee, nervt. Ich finde die jetzt nicht so berauschend. Die ist nur Mittel zum Zweck. Haha, das wusste ich natürlich. So. Ja, genau. Hier ist Nummer 10 von der Fee. Hier dürfen wir bloß nicht runterfallen. Sonst muss ich nämlich diesen Weg wieder gehen. Oh, oh, oh. Ah, das war knapp. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Nummer 10. Yes. Hier sind wir, glaube ich, immer noch auf dieser einen Stufe, oder? Das heißt, wir müssen gar nicht den anderen Weg wieder zurück. Nee, müssen wir nicht. Oh, ja, stimmt, der Raum. Da wollte ich eigentlich auch hin. Aber da können wir jetzt auch so hin. Alles läuft jetzt, wie gesagt, mehr oder weniger nach Plan. Das heißt, ich denke mir mal nicht, dass wir jetzt irgendwie was dementsprechend vergessen haben. Ach ja, stimmt. Ihr seid ja auch noch da. Eins. Zwei. Nummer 3 war da hinten, oder? Ja, genau. Da müsste jetzt auch noch eine Truhe erscheinen. Glaube ich. Ja, genau. Dann muss ich selber erst nochmal gucken, was da drin war. Oder war da auch eine Fee? Oh, auch eine Fee. Sogar schon die Nummer 11. Unten war, sobald ich weiß, gar nichts. Also nichts Wichtiges. Das heißt, wir müssen nicht nach unten. Wir sollten erstmal hier die Fackeln anzünden. Zack. Zack. Und zack. Das sieht immer so witzig aus, wie der Pfeil wegfliegt, also wie der abprallt. Gut, dann können wir den jetzt endlich aktivieren. Darauf habe ich mich die ganze Zeit schon gefreut. Jetzt geht das nämlich nach oben. Jetzt müssen wir diese Eisblöcke da weghauen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie wir da in diese eine Etage kommen.
Ich glaube, indem wir runtergehen, ist, glaube ich, am besten. Oh, das war riskant und knapp. Ich gucke hier nochmal, ob es hier nicht wirklich noch irgendetwas gab. Nö, außer diese Dekoblume, damit wir nach oben können, gab es hier nichts. Eine Bombe mit einem Pfeil durch. Ziemlich witzig. Das erinnert mich an Twilight Princess. Aber ja, darüber will ich jetzt nicht zu viel sagen. Für die, die das noch nie gespielt haben oder wie auch immer. Sonst ist das so eine Art vielleicht Spoiler. Stimmt, dafür war auch dieser Raum, damit wir eine Etage höher kommen. Jetzt ergibt das alles wieder Sinn. Naja, man muss sich so einiges merken. Oder eher gesagt, einige müssen sich das dann nicht nur merken, sondern auch ausprobieren. Ja, ich glaube, die Magieflasche kriegen wir nicht mehr. Doch? Immerhin. Immerhin. Oh, es bricht bald der dritte Tag an. Ach, bis dahin haben wir das hier alles hinter uns. Zack. Zack. Ich gehe jetzt erstmal eine Stufe höher. Ich glaube, das war aber ein Fehler, eine Stufe höher zu gehen. Obwohl, nee, doch nicht. Wie das einfach zersplittert. Als ob das aus purem Eis nur besteht. Aber ich finde die Muster da drin ziemlich cool. Oh oh, das hätte... Nein! Boah, das hätte ziemlich böse enden können. Ja, jetzt können wir nämlich diesen Weg auch schon gehen, aber den gehen wir jetzt noch nicht. Da es hier nämlich auch noch Sachen zu holen gibt. Och nö, ihr, ne? Boah, die hasse ich ja wie die Pest. Ihr kriegt erstmal voll die Schelle von mir verpasst. Ich versuche mich zu beeilen, denn hier gibt es auch eine Fee. Ja, das Auge der Wahrheit spielt eine große Rolle, wie ihr sehen könnt. Ach ja, ich weiß, warum das nicht geht. Wir haben nämlich den Feuerpfeil ausgerüstet und Magie kann man nicht verwenden gleichzeitig. Wie jetzt? Ist da keine... Nee, nee, nee. Die ROM ist auf jeden Fall verbuggt, weil man hat die ja nicht gesehen. Normalerweise sieht man die. Naja, ich weiß ja, wo ich hinschießen muss. Aber sonst, glaube ich, gab es hier nichts in diesem Raum. Ich kann mich zwar noch mal kurz umschauen. Nee, sonst war hier nichts. Nicht, dass ich wüsste. Obwohl, alle Gegner battlen? Oder war das hier? Ich glaube, das war hier. Oh, kennt ihr die noch? Boah, ihr seid so gemein, ne? Könnt ihr mal aufhören zu springen? Ihr wisst ja was. Okay, das war Fail. Ah, Leute. Geht doch. Ja, nur noch du, ich weiß. Jetzt zerstückel ich dich hier in der Ecke, meine Fresse. Oh, du hast eine Fee. Komm her. Du auch. Boah, Nummer 14. Jetzt fehlt nur noch eine. Und das ist diese eine, die so schwer zu holen ist.
Von da sind wir gekommen. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier rein. Aber wir können hier nicht rüber. Wir mussten nämlich da unten noch was machen. Okay. Dafür benutze ich doch jetzt keine Bomben. Wie sehe ich aus? Ach ja, stimmt. Oh, warum hab ich das jetzt gemacht? Stimmt, da kriegt man den großen Schlüssel. Dahinter ist der Boss. Also der Bossgegner. Oh, das war viel zu schnell. So, jetzt braucht man das Auge der Wahrheit. Und den Deko. Ich muss jetzt aber auch erstmal gucken, wo das war. Das kann jetzt eine Zeit lang dauern, da das eine ziemlich fiese Stelle ist. Und wenn ich fies sage, dann meine ich auch fies. Na, war das hier? Ja, das war hier. Seht ihr dieses Kästchen? Ja, genau da. Oh ja, das kann jetzt was dauern. Glaub mir, das kostet Nerven. Aber das ist die letzte Fee. Dann haben wir alle. Dann müssen wir nur noch nach oben, holen uns den Masterschlüssel. Oder ja, den großen Schlüssel, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob die den hier auch den Masterschlüssel genannt haben. Danach geht's zum Boss. Und ja, das schaffen wir wahrscheinlich auch alles noch in diesem Part. Dann gehen wir zur Fee, stellen die wieder her. Was können wir noch machen? Ja, je nachdem, wie die Zeit ausreicht, könnte ich noch eine Kleinigkeit machen. Aber ich glaube, das würde nicht reichen von der Zeit her. Also, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Na, fiebert ihr mit? Ich hoffe, ich pack das. Sonst müssen wir das Ganze nämlich neu machen. Also nicht neu, sondern dann muss ich wieder ganz nach oben. Muss ich so oder so, aber dann müssen wir das nochmal versuchen und ja, darauf habe ich nicht wirklich Lust. Ja, man muss ganz langsam und sachte bewegen. Ja, wir haben es fast geschafft. Och nö, jetzt steht da bla bla bla. Dämmerung des letzten Tages. Es verbleiben 24 Stunden. Ja, wir haben es gleich hinter uns. Oh Gott, ist das nervig. Ja, ich weiß, warum drückt der nicht direkt schon A und keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Das mache ich mit Absicht. Zack. Tada! Komm, letzte Fee. Du hast alle verirrten Feen gefunden. Bring sie rasch zu ihren Freunden, die in gleichfarbigen Watt. Wir können den Bossgegner natürlich noch einfacher besiegen. Aber das mache ich nicht, weil wir uns jetzt schon die größere Magieleiste holen könnten.
Ach ja, wir müssen da erst... Nein! Das war ein bisschen zu weit. Und dann ist er automatisch runtergegangen. Na komm, da ist doch noch ein bisschen Magie. Ja, geht doch. Ist wieder als Dekoform. Ich glaube, als mit den Feuerpfeilen macht man mehr Schaden. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich versuch's einfach mal. Na, da bist du ja wieder. Hier finde ich, haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben mit den Zwischenbossen. Weil zweimal derselbe Zwischenboss in dem Tempel. Oh doch, man macht mehr Schaden damit. Na, wer ist der Richtige? Toll. Ah, das war knapp. Sonst hätte er nämlich so eine Eistechnik auf uns gemacht. Oh, schon besiegt. Ja komm, wir nehmen uns direkt noch ein bisschen Magie mit. Und Pfeile, falls da noch welche vorhanden sind. Ja doch, Pfeile. Endlich, endlich. Wir kommen diesem Tempel näher. Dem Ende zu. Du hast den Masterschlüssel gefunden. Ja, den haben wir. Na? Seid ihr schon gespannt auf den Boss? So Leute, auf geht's. Der große Moment. Ja, er ist eingefroren. Was ich sehr witzig finde, da man... Ja, ich weiß nicht. Ich hätte ihn nicht aufgetaut. Aber wir brauchen seine Maske. Stahlener Albtraum, Goat. Oder Goss. So. Man hat zwei Alternativen. Man kann ihn mit Pfeilen angreifen. Oder wir müssen ihn so attackieren. Ich mache das persönlich immer so. Also ich finde das interessanter und auch cooler. Es macht auch sehr viel Spaß. Es ist abwechslungsreich. Vor allem, wenn man ihn so oft trifft. Oh Gott. Schnell. Ah. So kann man nämlich dann auch ein paar auf die Schnauze geben. Aber ihr habt gesehen, weil ich ja auch auf die Schnauze geflogen bin, konnte ich ihn nicht wirklich oft treffen. Bams. So Leute. Ihr könnt natürlich auch schnell wechseln und den Feuerpfeil nehmen. Und ihn dann den Hintern abfackeln.
wenn ich jetzt nicht getroffen worden wäre. Er wird immer mehr Sachen auf uns schmeißen. Und hier diese... ja, nicht Eiszapfen, sondern diese Felsspitzen. Die werden uns auch den Weg versperren. Später wirft er sogar Bomben. Was auch irgendwie sehr witzig ist. Oh, er hat uns mal nicht getroffen. Ja, bald ist er Geschichte. Man sieht das schon, weil er so elektrisiert ist, dass seine Schaltkreise durchdrehen. Da er so eine Art Maschine ist. Und er schießt auch Blitze auf uns. Da, er wirft schon Bomben, ihr seht es. Da, wir haben ihn besiegt. Einen Moment. Wir holen uns erst das Herzteil, bevor wir uns die Maske krallen. Das ist mir nämlich mal passiert. Aber erstmal müssen wir das Herzteil finden. Ah, da ist es ja. Also nicht Herzteil, sondern Herzcontainer. Gos Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Gos gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Was seid ihr? Wächter? Also seid ihr Schutzgötter. Deshalb wart ihr in dem Tempel. Aber warum sind die Schutzgötter... Nein, warte! Hörst du mir zu? Hey, warte! Ja, der Schnee verschwindet, so gut wie. Auch der Kollege neben ihm taut auf. Der Wasserfall ist jetzt auch wieder am Fließen, alles ist schön grün. Ja, und hier müsst ihr hin, wenn ihr die Froschmaske habt und alle Frösche angequatscht habt. Es gibt, wie es aussieht, insgesamt 4 Stück, also der ist der 5. Und dann kriegt ihr nämlich ein Herzteil. Genau. Es gibt noch eine Sache, die wir holen müssen. Danach werde ich abspeichern, aber ich werde dann vorher noch die Rubine ablegen gehen, weil das wäre sonst fies. Wenn wir das nicht tun würden, ich würde mir selber in den Hintern beißen. Och nö, ich sollte nicht diesen Weg nochmal fahren, das dauert zu lang. Wir fliegen einfach. Ja, der Part wird ein paar Minütchen länger, aber was soll's.
Ja, und da ist auch unser Goron-Freund, der jetzt wach ist. Wir können ihn anquatschen. Damani! Was in aller Welt habe ich die ganze Zeit über gemacht? Ich erinnere mich nur, dass ich mich zum Pick Herbenia aufmachte, um nach dem Rechten zu sehen. Warum sitze ich hier an diesem Ort? Tja, wir haben dich zum Einschlafen gebracht, da du die ganze Zeit so eine Art Wind gemacht hast. Warum auch immer. Wahrscheinlich warst du unter irgendeinem Fluch von Horror Kid, denke ich mir mal. Das war eigentlich Fail, wir hätten rechts rumgemusst. Ja. Ja. Dann bringen wir die Feen zurück. Oh, weiser junger Freund, ich bin die große Fee der Weisheit. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich deine magischen Kräfte verstärken. Deine magischen Kräfte wurden verbessert. Ab sofort steht dir die doppelte Menge an Zauberkraft zur Verfügung. Besuche mich wieder, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. So. Nochmal nach Unruhestadt. Oder Unruhestadt. Wir geben unser Geld auf die Bank und dann speichern wir. Und dann würde ich sagen, beende ich diesen Part. Ich versuche mich auch daran zu erinnern, dass wir irgendwie noch was vielleicht machen könnten, aber nee, ich glaube eher weniger. Südunruhestadt. Ja, alles ist in Hektik, man hört es an der Melodie. Oh, immer. Immer dasselbe. Ich hasse das, dass sie immer schätzen muss, wie viele wir... Ah. So. Ich glaube, wenn man 500 Rubine abgibt oder so, oder 999, dann kriegt man, glaube ich, auch hier ein Herzteil. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall noch weiterhin hier drauf einzuzahlen. Oh, ich denke mir mal, der Part wird 30 Minuten gehen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber naja, dann ist das halt so. Dämmerung des ersten Tages, es verbleiben 72 Stunden. Zum Ozean kommen wir am schnellsten durch das Westtor. Ihr wisst Bescheid, nächste Reise ist das Westtor. Aber wir werden noch andere Sachen holen, Nebensachen, da wir jetzt schon zwei Tempel hinter uns haben und quasi schon fast die Hälfte des Spiels hinter uns haben. Also was jetzt die Hauptstory angeht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Mr. Horror Jumper Majora's Mask. Auf Wiedersehen.